Ja, das ist, vielleicht fange ich erstmal damit an, dass das, also der erste Denkfehler vor allen anderen Denkfehlern, über die ich heute Abend kurz spreche, der erste Denkfehler ist eigentlich, dass digitale Transformation und Digitalisierung irgendwie das Gleiche sind. Also Sie werden das kennen aus Ihrem Alltag, da heißt es dann, wir haben ein ganz großes Digitalisierungsprojekt. Was heißt Digitalisierung? Digitalisierung heißt, dass man etwas, das es analog gibt, ins Digitale überträgt. Ja, dass ich also ein Blatt Papier, hier handelt es sich um ein Kunstwerk meines jüngsten Sohnes, dass ich ein Blatt Papier, also in dem Fall Graphit auf Papier, also Zellulose, ausgewälzte Zellulose und Graphitabrieb von einem Bleistift in Nullen und Einsen verwandle und dann ist das da so. Ja, das ist jetzt aber nichts Neues oder nichts Besseres. Also das ist kein Miro, nur weil ich das digitalisiert habe. Ne? Und das Tolle an Digitalisierung ist, ich kann einfach sagen, ist das gelungen oder ist das nicht gelungen, indem ich das Original, ich durfte es mitnehmen, angucke und sage, sind da alle drauf, ist das alles richtig rum, passen die Farben einigermaßen, ja, nein. Was total verloren geht, ist, dass er das auf einer sehr schönen Drachenskizze seines ältesten Bruders gemalt hat, was wirklich zu Konflikten geführt hat. Das können Sie aber mit Digitalisierung nicht abbilden. Ja, und auch den Konflikt kriegen Sie nicht eingefangen, nur weil Sie das Ganze digitalisiert haben. Das heißt, das ist erstmal Digitalisierung. Da wird nichts auf eine andere Ebene gehoben. Was Digitalisierung aber kann, ist, sie macht das Ganze leichter zugänglich. Also Sie alle können jetzt in den Genuss dieses Kunstwerkes kommen und ich könnte das auch noch irgendwo hinmailen und die Großeltern würden sich vielleicht auch noch freuen. Das kann Digitalisierung. Ja? Digitalisierung kann, ich weiß nicht, wer von Ihnen mal mit Archivprojekten zu tun hatte, Digitalisierung kann auch erhalten und bewahren und dann eben auch eine andere Form des Zugangs zu einem Gegenstand ermöglichen. Aber es macht die Sache selber eben nicht besser. Es wird kein Miro. Was ist denn Digitaltransformation? Hier nehmen wir mal ein anderes Stück Papier, nämlich eine Landkarte. Ich gehe mal einige Slides vor. Die Älteren von Ihnen werden das noch kennen und werden sich vielleicht auch noch an Autofahrten mit diesen Utensilien erinnern. Das konnten Sie nämlich nicht alleine machen. Ja, also Sie brauchten jemanden, der diese Karte gefaltet hat, sich dann auch noch einigermaßen auf einer Karte orientieren konnte und der Ihnen dabei möglichst nicht die Sicht versperrt hat. So. Heute sieht das Ganze so aus, das ist konkret die Strecke von mir zu Hause hier nach Apolda. Ich wusste nicht, wie das Buffet wird. Das ist bei Google ganz praktisch. Hier gibt es den Istanbul-Döner Apolda um die Ecke. Der hat sehr, sehr gute Bewertungen. Das ist nicht weit. Öffnungszeiten passen auch. Ja? Das heißt, ich habe hier einen klassischen Fall einer digitalen Transformation. Ich habe den Gegenstand, das ist die Landkarte. Diese Landkarte wurde digitalisiert, also, wie bereits gesagt, in Nullen und Einsen verwandelt. Und dann hat man sich überlegt, wie können wir das zu etwas Besserem machen? Also wie kann man da irgendwie, also ich finde, also das Essen war sehr gut, nicht? Also keine Missverständnisse, aber wie kann ich da einen zusätzlichen Nutzen herausziehen? Wie kann ich also etwas verändern? Change, Ihr Motto, ja? Wie kann ich eine Veränderung herbeiführen, von der ich etwas habe und wo nicht alle danach denken, das ist ganz schön, aber was soll ich mit einer Kinderzeichnung? So, das ist eine klassische digitale Transformation. Und jetzt haben Sie vielleicht verstanden, warum ich immer so ein bisschen zusammenzucke, wenn es heißt, ah, wir müssen die Digitalisierung in Deutschland voranbringen. Ja, das könnt ihr gerne machen. Aber darum geht es im Endeffekt nicht. Was man braucht, ist Change, ist Transformation und ist gerade im Bereich des Digitalen digitale Transformation. Okay, Infrastruktur wäre auch ganz schön, aber das ist was anderes. Digitale Transformation und das 360-Grad-Festival. Ich wurde eingeladen und habe mich gefragt, ja, das ist ganz schön, aber was habe ich mit Jugendhilfe zu tun, mit Kinder- und Jugendhilfe? Außer, dass ich davor, was Sie alle machen, größten Respekt habe und es unglaublich wichtig finde und ich würde gerne applaudieren, aber es bin dann nur ich und das ist ein bisschen doof. Aber auch bei Ihnen, Sie haben das eben schon angedeutet, ist Digitalisierung, ist digitale Transformation ein Dauerthema. Ja?
unser Favorit, ja. Ich weiß nicht, wie viele Flaschen sind das, die Herr Altmaier uns schuldet? 12 Grauburgunder, Weißburgunder, ja. Online-Zugangsgesetz. Ich kriege das aus anderen Bereichen mit, in der Verwaltung, aber auch in Verbänden und verschiedenen Berufsständen. Das wird alles sehr knapp. Das wird jetzt mit heißer Nadel schnell noch. Und mir hat schon jemand von einem Verband gesagt, einem Verband aus einem sehr wichtigen Finanzbereich, er zieht im Januar sein Telefon aus der Wand in der gesamten Geschäftsstelle des jeweiligen Bundeslandes, weil einfach bestimmte Sachen in dieser Digitalisierungsphase mit bestimmten Postfächern, die dann zur Verfügung stehen sollen, so weit unausgereift sind, dass er keine Lust hat, von morgens bis abends, und auch das Personal nicht hat, von morgens bis abends da eine Telefonhotline zu besetzen. Das heißt, das sind Themen, die kennen Sie alle. Digitalpakt. Verschiedenste Geschwindigkeiten werden Sie aus den verschiedenen Bundesländern kennen. E-Akte. Da gibt es ganz begeisterte Nutzerinnen und Nutzer in einzelnen Bundesländern. Was die wenigsten wissen, ist, dass das, was sie in ihrem Bundesland fabrizieren, in einem anderen Bundesland noch nicht mal geöffnet werden kann. Von internationalem Aktenverkehr müssen wir überhaupt nicht reden. Ja. Digitale Infrastruktur, habe ich schon gesagt, ist ein generelles Ding. Und Sie werden das als Verwaltungsrevolution, die da angeschoben werden soll, eventuell auch kennen. Das sind alles Themen, wo man ständig mit Digitalisierung und digitaler Transformation als Dauerthema zu tun hat. Nun gibt es Lösungen. Ja? Also man hat ja auch einen gewissen Druck dann auf Kommunen und auf Träger und auf Verwaltung und muss dann Digitalprojekte machen. Und das hier ist mein Lieblingsprojekt. Das ist die Stadt Bad Hersfeld. Und die Stadt Bad Hersfeld hat sehr viel Geld für ein großes Stadtdigitalisierungsprojekt in die Hand genommen. Sie sehen das nicht. Also man kann, ich könnte mir vorstellen, dass Bad Hersfeld vielleicht andere Probleme hat, aber man kann jetzt gucken, wo wie viele Parkplätze frei sind. Und das hier ist mein Lieblingsteil. Warten Sie mal, wie ich mal. So, das sind die Mülleimer, die öffentlich zugänglichen Mülleimer in Bad Hersfeld, die mit Sensoren versehen wurden. Und da können Sie den jeweiligen Füllstand abrufen. So, ich habe mich, als ich das gescreenshot habe, gefragt, ob man hier vielleicht was machen könnte. Weil ich meine, wenn ich so ein Mülleimer wäre, 0% und alle anderen irgendwie gut über 10, ja, das. Das ist auch nicht nett. So, also das heißt, das jetzt mal als überspitztes Beispiel ist ein Beispiel dafür, wie man einfach Geld in Digitalisierungsprojekte wirft, weil man das halt gerade macht. Und das hat sehr, sehr wenig damit zu tun, ob diese Digitalisierungsprojekte eine Transformation oder einen Transformationsprozess anstoßen. Sprich, eine wesenshafte Verbesserung des Gegenstandes, der digitalisiert wird. Das ist, glaube ich, ganz klar, dass es da hapert. Aber selbst wenn man sich jetzt entschieden hat, dass man Digitalisierungsprojekte und Transformationsprojekte anstoßen möchte, dann, und darüber schreiben Sascha Friesike und ich in meinem Buch, mein Buch, weil sie mich eben so vorgestellt haben und ich da schon saß und dachte, zwei Autoren. Also in unserem Buch geht es darum, was es für Denkfehler gibt, die diesen Wandel konkret blockieren. Und wir haben diese Felder ausgemacht und ich denke, das sind Felder, die Sie wahrscheinlich alle kennen. Also die These, dass man eine Vision braucht, ja. Und dass Transparenz unglaublich wichtig ist. Und dass man einfach eine neue Technologie nur einsetzen muss. Und dann wird das schon. Verändert sich der gesamte Prozess. Dann wird auf einmal alles leichter und einfacher. Und wenn man jetzt auf was Neues geht oder mit Jüngeren zusammenarbeitet, dann kriegt man garantiert tollste Ideen. Sowas alles oder neue Fehlerkultur ist auch sehr, sehr beliebt. Oder Disruption, wo niemand wirklich weiß, was das heißt. Oder die Start-up-Kultur. Ich denke mal, das wird in Ihrem Bereich wahrscheinlich nicht so häufig sein, dass man Ihnen da jetzt eine Hängematte hinstellt und sagt, ich möchte gerne, dass du aus der Hängematte arbeitest. Das ist jetzt hier ein bisschen entspannter bei uns. Aber wir haben das im Silicon Valley gesehen und so. Aber sowas passiert, ja. Und das führt natürlich dann zu anderen Sachen. Und man hofft dann immer auf einen sogenannten Kulturwandel in Unternehmen.
der bleibt dann meistens aus. Und das liegt eben daran, dass diese grundsätzlichen Konzepte von Transformationsprozessen häufig missinterpretiert werden und missverstanden werden. Und man aufgrund dessen eigentlich, anstatt sich weiterzuentwickeln, etwas Neues zu schaffen, Fehler wiederholt und sich nicht wirklich entwickelt. Was heißt konkret sich nicht wirklich entwickelt? Ich glaube, das, was ich am häufigsten sehe, wenn ich auf Projekten bin, und zwar unabhängig davon, ob das Unternehmen sind, ob das Verbände sind, ob das Kommunen sind, ob das öffentliche Hand ist, ist eine komplette Frustration, weil man eigentlich sieht, ach, wir haben jetzt ganz viel gemacht, aber irgendwie hat sich nichts verändert. Und wir haben uns gefragt, während wir das geschrieben haben, woran liegt denn das, dass sich nichts verändert? Und es gibt, wie gesagt, diese verschiedenen Aspekte, an denen das liegt. Und das Wichtige ist mir eigentlich heute Abend, was heißt Wege aufzuzeigen, aber im Anschluss auch mit Ihnen darüber zu reden, was Wandel und Veränderung blockiert und wie man das ändern kann, ohne immer in die gleichen Fallen zu tappen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr unabhängig von Digitalisierungsprojekten. Warum haben wir das über Digitalisierungsprojekte geschrieben, obwohl wir in ganz verschiedenen Bereichen eigentlich beratend tätig sind beide? Weil Digitalisierung natürlich das totale Trendthema ist, ne? Und das ist auch, wir haben uns ja vorher ausführlich unterhalten. Dann habe ich gesagt, haben Sie denn kein einziges Buzzword-Thema in der Jugendhilfe? Sowas wie Blockchain. Aber genau das ist es, ja. Also wir sind im Endeffekt gerade in einer Transformationskultur angekommen. Und das ist nach meinem Dafürhalten nicht nur schade, sondern es ist gefährlich, indem Sie aufgrund von Buzzwords die Möglichkeit kriegen, einen Mülleimer zu digitalisieren. Ja? So, der Ihnen dann den Füllstand anzeigt. Ja, anstatt dass Sie das Geld in die Hand nehmen und sagen, wir haben hier in XYZ dieses Projekt der Jugendhilfe, dafür bräuchten wir jetzt mal 500.000 Euro. Stellen Sie halt einen digitalisierten Mülleimer vor, die Einrichtung, dann wird das vielleicht. Und das kann nicht sein. Und das liegt, glaube ich, daran, dass wir eben oft missverstehen, was heißt Transformation? Brauchen wir dafür überhaupt irgendwas Digitales? Nein. Und wie sagen wir uns davon los, dass wir uns nur auf Buzzwords konzentrieren? Denn das ist das, was derzeit passiert. Transformationsprozesse gibt es so schon ewig. Und als Sie mich vorhin fragten, wie sind Sie denn zu dem Thema gekommen? Das Erste, was ich zu dem Thema geschrieben habe, ja, das Allererste war irgendwie, wie tickt der Mensch im Internet oder so. Aber das Allererste, was ich geschrieben habe als größeren Aufsatz war, Google ist überhaupt nichts Neues. Das ist eine Suchmaschine. Aber das ist, ich weiß nicht, wer von Ihnen weiß, was eine Konkordanz ist. Ja, also ne? Eine Konkordanz ist ein dickes Buch. Da sind alle Vokabeln drin, die in einem jeweiligen Text vorkommen. Und dann steht dahinter, kommt auf Seite so und so, in Zeile so und so vor. Das ist, ne? So. Da gibt es die erste, wurde natürlich für die Bibel geschrieben. Ja, die ist aus dem Jahr 1200. Tüdelüt. Ja, also so neu ist der Gedanke nicht. Ah, wir schreiben ein Register, wo irgendwie alle Inhalte verschlagwortet sind. Und im Übrigen ist die Funktion von der Konkordanz auch damals schon die gleiche gewesen. Es ging nämlich um theologische Streitigkeiten. Und es ging darum, dass man sehr schnell finden konnte, welche Aussagen in der Bibel zum Begriff, sag mal was Klassisches, Blut sind. Ja, genau. Und dann kann man einfach, ja, also Blut, ganz klassisches biblisches Thema, ja. So, ja, Gott wäre jetzt irgendwie, wie soll ich sagen, ne? Ne? Kannst du auch noch und suchen. So, also auf jeden Fall ist das der Grundgedanke und das ist der Grundgedanke, an dem man sieht, aha, das ist eigentlich eine ganz klassische Transformation. Da hat jemand diesen Grundgedanken einfach einmal weitergedacht und hat gesagt, wie kann ich Digitalisierung nutzen, damit das schneller, einfacher wird, was brauche ich dafür? Und das fehlt
so ein bisschen, habe ich das Gefühl, in ganz, ganz vielen Transformationsprozessen, dass man sich also überlegt, woher kommt das eigentlich? Und damit sind wir dann eigentlich auch bei der nächsten Frage. Also reden. Ja, das, was wir feststellen, ist ganz häufig wissen Unternehmen, aber auch Kommunen ganz genau, was sie wollen. Also die wollen X, Y, Z. Die wissen nicht genau, wie sie dahin wollen. Das heißt, sie sagen, wir haben da einen Prozess, können Sie uns dabei begleiten, das. Und wenn man dann fragt, wie sind Sie denn darauf gekommen, dass Sie X, Y, Z wollen, dann wird das schon sehr viel unpräziser in den Antworten. Dann kommt sowas wie eine größere Umfrage gemacht oder es gibt da dieses Paper von XY oder die Kommune Z hat das auch so gemacht und die sind eigentlich ganz zufrieden. Und also ich sage Ihnen mal, was ich mache. Ich setze mich bei jemandem an den Tisch, bei einem Mitarbeiter und sage, was ist der mit Abstand mistigste Teil deines Jobs, den du unbedingt loswerden möchtest und bei dem du dir vorstellen könntest, dass irgendeine digitale Lösung dir hilft. Ja? Denn darum geht es ja. Ich möchte ja etwas verbessern. Ich möchte ja nicht aufgrund von dem, wofür andere Leute schon mal in irgendeiner Kommune etwas erfolgreich gemacht haben. Da kann ich mich dran orientieren. Aber im Endeffekt geht es ja darum, dass ich rede. Also, dass ich mit den Leuten rede und dass ich mit meinen Mitarbeitern rede, dass ich mit meinen Peers rede. Ja? Und dass ich aber auch mit den Leuten rede, um die es im Endeffekt geht, die im Mittelpunkt dieser Transformation stehen. Sprich, bei Ihnen, denjenigen, denen geholfen werden soll. So, und das ist ganz interessant. Da kommen wir gleich nochmal zu. Das ist so ein bisschen das, ne? Also, ja, das ist die Kaffeeküche, ja? Das ist der Raucherhof im Innenhof, in dem Sie im Endeffekt eigentlich viel mehr für ein Transformationsprojekt erreichen, als dadurch, wenn Sie sich McKinsey oder so ins Haus holen. Denn ich glaube nicht, dass die sich an den Aschenbecher stellen und sagen, jetzt, was brauchst denn du konkret? Wie können wir denn erreichen, was du brauchst? Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Denn was digitale Transformation und was jeder Transformationsprozess ist, ist ein offener Prozess. Man kann nicht sagen, wir fangen jetzt an, wir machen so und so viel Sprints und werden das Ganze ganz agil aufziehen. Agilität, diejenigen von Ihnen, die in agilen Prozessen schon mal waren, das ist eine ganz schöne Herausforderung. Leuten, die x Jahre Dienst nach Vorschrift, sofern das überhaupt möglich ist, in ihrem Bereich gemacht haben, zu sagen, so und jetzt lauft mal los, das ist eine Herausforderung. Das kann man, das muss man vermitteln, das muss man irgendwie gucken, ob das funktioniert. Und das ist bei ganz vielen Prozessen so. Kurzum, man muss sich bei Transformationsprozessen, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, darauf einlassen, dass sie ergebnisoffen sind. Sie wissen nicht, was am Ende rauskommt. Das kann einfach sein, dass ich zu dieser Dönerbude gehe und das war total gut gemeint mit diesem Kartentransformationsding, aber der Döner ist echt nicht gut. Ja, das wissen Sie vorher nicht. Sie wissen nicht, was da am Ende dabei rauskommt. Und das heißt, dass es auf dem Weg dahin genau da stattfindet. Es ist ein Aushandlungsprozess. Und das ist ein Aushandlungsprozess, in dem es eben nicht um neuer, jünger und anders geht, sondern wo es darum geht, dass man guckt, wer hat die Erfahrung, auf wessen Erfahrung kann ich zurückgreifen, wer bringt neue Impulse mit, wie gehen wir mit diesen Impulsen um? Das muss man aushandeln. Es geht nicht darum, Fehler um Fehler zu machen, ja? Also diese neue Fehlerkultur und dann fail hard und dann ist, boah, ja, also dann wird immer gesagt, ja, auch Columbus ist losgefahren und hat dann den Fehler gemacht und dann hat er, das ist Serendipity, das ist was vollkommen anderes. Der glaubte ja, dass er da wirklich richtig war. Ja, der hat die Indianer genannt, die er mitgebracht hat, weil er dachte, er wäre in Indien. Das war nicht neue Fehlerkultur. Das war Serendipity, ja? Oder Transparenz, ja? Was wollen Sie mit Transparenz erreichen? In unserem Buch sagen wir, es gibt niemanden, der Fenster sammelt, einfach um mehr Fenster zu haben. Das passiert nicht.
Ja, und wenn Sie sich irgendwie angucken, das ist der berühmte Satz, the biggest lie on the Internet, ja, das ist das, wo Sie immer unten klicken, ja, habe ich gelesen, DSGVO, ja, alles DSGVO-konform, so, ja, das ist transparent, aber es bringt Ihnen halt nichts, ja, das heißt, man muss immer zwischen Sichtbarkeit und Transparenz unterscheiden und im Endeffekt wollen Sie ja Prozesse, wo die Leute verstehen, was passiert. Das heißt, nur weil sie es transparent machen, heißt das noch überhaupt nicht, dass sie irgendjemanden mitnehmen können. Haben Sie mal auf so Gummibärchen hinten drauf geguckt oder so? Das verstehen Sie doch nicht, was da, also ohne Ihnen zu nahe zu treten. Aber das versteht doch kein Mensch, was da hinten drauf steht. Eine Lebensmittelampel, ja, ist einsortiert. Rot, grün, gelb, kann ich dann gucken, nicht so gesund, gar nicht gesund und so. Aber da habe ich mehr von, als wenn da alle Zutaten draufstehen, von denen ich die Hälfte nicht kenne und die andere Hälfte anders heißt, damit da nicht Zucker steht oder so. Ja? Also das heißt, auch das ist eine ganz, ganz klassische Falle. Und damit redet man sich solche Prozesse schön. Werkzeuge, Technologien, das habe ich Ihnen schon eingangs gesagt. Das ist dann das neue Tool und dann gucken Sie mal, wie Sie damit klarkommen, aber es ist digital und es wird ganz, ganz großartig sein, ob man das in der Form braucht. Und das sehen Sie jetzt bei ganz vielen Postfächern wahrscheinlich, die im Rahmen des Online-Zusatzgesetzes auf Sie zuprasseln werden. Die sind komplex, aber ob man die braucht, weiß eben auch keiner. Startup-Kultur. Ja, Sie wollten eine Hängematte, ne? Irgendjemand nickte ganz begeistert, als ich sagte, ab nächster Woche müssen Sie in der... Ja, genau. ja, also das sind einfach so einige Punkte, die ich jetzt auch nur angesprochen habe, die Sie wahrscheinlich auch in Ihrem Feld gut nachvollziehen können, wo Sie vielleicht auch sagen, kenne ich. Und jetzt haben Sie mir gesagt, Sie müssen den Leuten aber auch Mut machen. Und nein, ernsthaft, das ist ja mein Job. Nein, ganz ernsthaft, ich glaube, das Wichtige ist, dass man versteht, dass es nicht damit getan ist, sich irgendwelchen Buzzwords an den Hals zu schmeißen. Dass es nicht damit getan ist, einfach zu sagen, wir haben jetzt hier einen, oder wir spüren selber einen tierischen Innovationsdruck oder Digitalisierungsdruck. Oder man sagt uns, wir müssen jetzt... sondern im Endeffekt gilt es, so etwas immer kritisch zu hinterfragen und mit den Leuten zu reden, die davon direkt betroffen sind, sprich Sie. Und wenn Sie in der gesamten Abteilung, gar keine Lust darauf haben, dann stellen Sie sich auf die Hinterfüße und sagen, das ist echt nicht sinnvoll. Wir sollen hierfür jetzt gerade XYZ ausgeben. Keiner von uns wird es nutzen. Keiner von uns sieht, inwiefern es zielführend ist. Wir brauchen andere Lösungen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich selber als Team, als Verband, als Träger, als Kommune darüber bewusst wird, was man wirklich will und was man wirklich braucht. Und das weiß man manchmal noch nicht. Aber dann ist es eben dieser Aushandlungsprozess, bei dem Sie einfach gucken müssen, mit wem reden wir, von wem wollen wir lernen, was können wir lernen und wie viel sind wir bereit, selber auch zu investieren? Denn was man nicht vergessen darf, ist, dass mit so einem Transformationsprozess das einhergeht, was man in der Wirtschaft Opportunitätskosten nennt. Ja? Sie nicken, ja? Wie viel Energie muss ich aufwenden, um einen bestimmten Prozess aufzusetzen, ist das sinnvoll? Habe ich diese Energie überhaupt? Verfüge ich über diese Energie? Oder ist es so, dass ich sage, lass uns den Prozess bitte von Anfang an anders strukturieren, denn deshalb sind Sie alle hier. Wir brauchen Wechsel, wir brauchen Transformation, wir brauchen Change. Aber wir haben auch nur 24 Stunden am Tag und nachts laden wir vielleicht manchmal den Akku auf. Und deshalb müssen wir Prozesse so gestalten, dass wir eben keinen Killefit, sag ich mal, machen in der Zeit und zu hohe Opportunitätskosten haben, sondern dass wir uns auf das fokussieren können, was wir untereinander ausgehandelt haben, was die wirklichen Ziele sind und was unsere wirklichen Absichten sind, was wir eben brauchen. Ja?
und nicht das, was durch irgendwelche, was durch Dritte uns angetragen wird, bei dem wir sagen, wir sehen keine Notwendigkeit da drin. Oder wir sehen auch nicht, wie wir das irgendwie selber einordnen können, sodass es gewinnbringend wird, sondern es frisst nur unsere Energie. Und ist das ermutigend genug? Das ist ja ein kleiner Aufruf sozusagen. Denn ich glaube, dass eigentlich sehr, sehr, sehr viel Transformationspotenzial in allen möglichen Bereichen in Deutschland steckt. Ich glaube halt nur, dass wir ganz häufig die Opportunitätskosten nicht so richtig im Blick haben und sehr viel Energie dann in Prozessen verloren geht, wie Vergabeprozessen. Oder dass Beiräte so zusammengesetzt sind, dass sie zwar nichts vom Thema verstehen, aber das richtige Parteibuch haben. Und so weiter und so fort. Und wenn man das ein bisschen im Blick hat und kritisch hinterfragt, dann kann man, glaube ich, ziemlich viel Transformation in Deutschland auf die Beine stellen. Vielen Dank.